Geschichte gehört zum Bewusstsein jeder Nation. Gegenwart ist nicht denkbar ohne Vergangenheit. Hier, wo heute Frieden ist, sprachen im Frühjahr 1945 die Waffen. 3 Uhr morgens am 16. April. Die Rote Armee beginnt die größte Einkreisungsoperation des Zweiten Weltkrieges. Die Schlacht um Berlin. Östlich von Berlin, nahe der Oder, in Seelow, steht dieses Denkmal. Denkmale halten Erinnerung wach. Auf den Höhen bei Seelow, den Sieg über den verhassten Feind so nah, fallen 30.000 Rotarmisten für die Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus. Opferreicher Kampf vieler Völker zerschlug den Hitlerfaschismus. Die sozialistische Sowjetunion siegte an der entscheidenden Front. Seelow heute. Frieden ist in unserem Land.
Da wir ihn brauchen, hüten wir ihn und sind wachsam. Den Frieden wollen genügt nicht. Mein Zweck ist, anstelle der Kriegsbegeisterung zu setzen eine höchst intensive Friedensbegeisterung. Worte von Karl Liebknecht, dem Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands. Lebendige Traditionen. In der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin ehren Partei und Staatsführung alljährlich gemeinsam mit tausenden Bürgern die Kämpfer für die Interessen der Arbeiterklasse. Es ist Karl Liebknecht, der am 9. November 1918 in Berlin die Freie Sozialistische Republik Deutschland ausruft. Erstmalig treten in ganz Deutschland Millionen Arbeiter und Soldaten der Macht der Monopole bewaffnet entgegen. Noch erleidet die Revolution eine Niederlage. Doch die Bewaffnung des Proletariats zeigt den Weg zu revolutionären Streitkräften. Die Offiziersschüler der Offiziershochschule der Volksmarine, die den Namen Karl Liebknecht trägt, geloben zu Beginn ihres Studiums: stets getreu dem Vermächtnis des unsterblichen deutschen Revolutionärs Karl Liebknecht, unsere Pflicht gegenüber der Arbeiterklasse und dem Sozialismus zu erfüllen, stets diszipliniert, um die Aneignung tiefgründiger politischer und militärischer Kenntnisse zu ringen und uns gewissenhaft auf den Dienst als Offizier der Volksmarine vorzubereiten. Das geloben wir! Das geloben wir! Für Offiziersschüler Jens Laube liegt dieses Gelöbnis bereits 4 Jahre zurück. Jetzt gilt es, das Bordpraktikum zu absolvieren. Nach der Ernennung zum Leutnant wird er auf einem UAW-Schiff als Kommandeur des Artilleriegefechtsabschnittes seinen Dienst tun. Warum werde ich Offizier? Es gibt für mich verschiedene Gründe. Einmal das Interesse selber an der Arbeit, an der Menschenführung, an der Technik, das auf der einen Seite. Auf der zweiten Seite bin ich der Meinung, dass es notwendig ist und dass ich selber in der Lage bin, einen bestimmten Aufgabenbereich zu erfüllen, der für die Gesellschaft unbedingt notwendig ist, leider noch notwendig ist, die Armee. Aber diese Aufgabe bin ich eben der Meinung, kann ich erfüllen. Und ich bin der Meinung, wenn ich sie erfüllen kann und wenn ich gebraucht werde, dann sollte ich das auch machen. Ja, die Aufgabe der NVA besteht ja darin, die Errungenschaften unserer Republik, den Sozialismus in unserer Republik zu schützen, dort eine militärische Macht darzustellen, die eben einen möglichen Aggressor davon abhält, die Republik, die DDR zu überfallen. Für mich persönlich gibt es dort bestimmte Bezugspunkte, wo ich eben den Sozialismus an mir selber erlebt habe, wo ich der Meinung bin, dass das verteidigungswert ist.
mein konkreter Beitrag ist eben die Gefechtsbereitschaft in meinem Gefechtsabschnitt, auf meinem Schiff, derartig zu sichern, dass wir dort eben bereit sind, unseren Beitrag zur Erhaltung des militärischen Gleichgewichts im Kleinen zu leisten. Der Schwerpunkt der ersten Variante besteht in Abfang von Luftzielen und im Luftkampf und bekämpfen eher Ziele am Schießbleib. Das ist Hauptmann Reinhard Beer, 31 Jahre, Flugzeugführer der ersten Klasse. Er ist Jagdflieger, Jagdbombenflieger. Mit seiner MiG muss er Luftziele abfangen, die Land- und Seestreitkräfte unterstützen. Er trägt Verantwortung, der er als Offizier mit seiner ganzen Person gerecht wird. Das Fliegen mit Überschall verlangt schnelles Reaktionsvermögen und perfekte Koordinierung der Bewegung. Entschlusskraft sowie taktisches und fliegerisches Können sind gefragt, um die MiG in jeder Gefechtssituation meisterhaft zu beherrschen. Wir trainieren dafür, dass bei uns der Frieden ständig erhalten bleibt. Wir müssen solche militärische Meisterschaft erringen, dass wir ständig besser sind wie unser Gegner, damit er es nie wagt, uns anzugreifen und wir unseren Sozialismus in Frieden aufbauen können. In erster Linie steht natürlich die Erfüllung der Gefechtsaufgabe. Das ist erstmal klar. Und dem ist alles unterzuordnen. Aber man hat auch mal Zeit, sich die Gegend anzugucken. Man sieht erstmal die Schönheit unseres Landes und ist auch ein Gefühl, in dem Flugzeug zu sitzen, was dazu dient, eben dieses Land, diese Heimat zu schützen,
sodass eben sie immer so aussieht, wie man sie jetzt sieht. Der Thüringer Wald. Mit bis zu 1000 Meter hohen Bergen ein ideales Wintersportgebiet. Fast 2 Meter Schnee sind keine Seltenheit. Dann schieben wir die Fersen raus. Ski und das Knie etwas nach innen beugt und natürlich die Belastung auf den Talski. Wunderbar, so sieht das gut an. Die sich hier auf den Brettern versuchen, werden von einem ehemaligen Olympiasieger trainiert. Doch das Sprichwort bewahrheitet sich. Aller Anfang ist schwer. Oder es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Dieser Ausrutscher lässt sich verschmerzen, denn es ist Urlaubszeit. In den schönsten Gegenden unseres Landes gibt es Erholungsheime. Dieses hier in Frauenwald auf dem Sonnenberg ist ein Erholungsheim der NVA. Nein, danke. Die Püppilein kommt auch mit, ja? Die über 450 Betten dieses Hauses sind zu jeder Jahreszeit voll ausgelastet. Und da hat das Heimkollektiv unter Leitung von Oberstleutnant Schurk alle Hände voll zu tun, um den Urlaubern einen angenehmen Aufenthalt zu gestalten. Wem es draußen zu kalt ist, der flüchtet ins andere Extrem. Sportliche Betätigung, gesundheitliche Betreuung, auch im Urlaub sind Bewegung und Aktivität großgeschrieben. Will man doch in Form bleiben. Alle mal rein. 4! Jawohl! 4! Wunderbar!
Fall. Sie ist da. Wo wir beweisen wollen, was wir in den letzten Tagen gemeinsam geübt haben. Wir werden freundschaftliche Beziehungen zu den sowjetischen Waffenbrüdern gehören schon immer zum Soldatenalltag unserer nationalen Volksarmee. Im gemeinsamen Feldlager mit den Freunden beweisen sich Zusammengehörigkeit und militärisches Können. Auf diesem Schießplatz werden wir beweisen, was wir gelernt haben. Thank you.
Die Angehörigen unserer nationalen Volksarmee ringen gemeinsam mit den Waffenbrüdern täglich um hohe Gefechtsbereitschaft. Mit diesen Soldaten im festen Bündnis der Streitkräfte des Warschauer Vertrages sind wir stets gut gewappnet. Denn Sozialismus und Sicherung des Friedens gehören zusammen.